Der Beauty Business Podcast. Wir zeigen Kosmetikstudios, Beauty-Instituten und Schönheitspraxen, wie sie mit der richtigen Strategie ihr Business auf ein neues Level heben. Die Beauty-Experten. Herzlich willkommen. Wir sind Maria Strehl und Anna Franziska Müller-Hoffmann. Die Zeit ist jetzt, um deine Ziele zu erreichen. Podcast-Folge hier bei die Beauty-Experten. Wir sprechen heute über das Thema Kunden kaufen woanders Kosmetikprodukte. Und neben mir sitzt meine Geschäftspartnerin, die Anna-Franziska Müller-Hoffmann. Hallo. Und wir sprechen heute in dieser Podcast-Folge genau über dieses Thema. Ne? Mm. Kosmetikprodukte werden woanders gekauft. Das kann doch nicht sein. So viele Kosmetikerinnen regen sich darüber auf. Wie kann das denn sein? Also sag mal, geht's noch? Geht's noch? Wie können die nur? Wie können die nur, genau. Ja, es ist natürlich so, ich meine, wir reden auch natürlich in dem Fall auch über das Thema Digitalisierung, denn das gehört auch damit dazu, auch wenn es jetzt vielen im ersten Moment so, es hat mit Digitalisierung mit den Kosmetikprodukten zu tun. Aber tatsächlich ist es so, dass durch die Digitalisierung natürlich die Möglichkeiten gewachsen sind, online zu kaufen, aber auch online zu werben für Händler, die eben diese Kosmetikprodukte anbieten. Das heißt natürlich, die Aufklärung ist einfach größer, die Angebote sind einfach größer, die Möglichkeiten zu kaufen sind einfach größer. Und da kaufen natürlich dann viele sehr, sehr gerne, lassen sich da natürlich auch dementsprechend so ein bisschen verführen, stöbern durch Online-Shops, ja. Ja, an jeder Ecke gibt es eigentlich auch irgendwie diese Kosmetikprodukte zu kaufen. Ja, es sind natürlich auch die Versprechungen und die Marketingstrategien werden natürlich auch immer besser. Das muss man jetzt auch mal sagen, heute Digitalisierung, ne, ja. Maria, also die Marketingstrategien genau. Der Firmen, das ist schon auf einem hohen Level. Und da sind natürlich auch die besten Versprechungen natürlich in Begriffen. Und dann möchte man das natürlich für seine Haut oder möchte genauso aussehen wie die Models oder wie die Marketingstrategie es halt verspricht. Und dann kauft man natürlich, verlässt sich da verleiten, irgendwie zu stöbern, auszuprobieren, zu shoppen. Ja, das ist natürlich... Und dann kommt ja noch Instagram dazu. Da gibt es ja teilweise auch Online-Shops oder Influencer oder irgendwelche Blogger, die dich auch noch verführen, Kosmetikprodukte zu kaufen. Die Verführung ist groß, denn das Marketing ist groß und der Algorithmus ist natürlich auch megamäßig groß. Und dadurch kaufen natürlich auch viele deiner Kunden dort. Einmal geklickt, nie mehr vergessen. Ja, genau. Einmal geklickt und schon hast du quasi in der Masse natürlich, stürzt sich der Algorithmus mit seiner Werbung auf dich. Und man muss auch zu einem sagen, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, Maria, die Online-Shops, die schießen ja gerade aus dem Boden. Also Wahnsinn, wie die Pilze. Ja, und ich kann es natürlich verstehen, dass die eine oder andere Kosmetikerin natürlich auch auf die Idee kommt, auch einen eigenen Online-Shop aufzumachen. Ne? Haben wir ja auch immer mehr, hören wir das? Ach, ich mache jetzt auf meiner Webseite, mache ich jetzt irgendwie auch einen Online-Shop. Ist ja so einfach. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Genau, so der Grundgedanke. Ja. Und bei den späteren Versuchen eines Online-Shops stellt man irgendwann heraus, ist ja doch nicht so einfach, wie man sich das gedacht hat. Geht keiner drauf, fällt keinem auf. Und auch auf Instagram da irgendwie Bilder oder sowas zu posten, funktioniert auch nicht so wirklich. Also ganz so einfach mit diesem Online-Shopping, Online-Shop ist es halt dann doch wieder nicht. Ne? Ja, komm, aber Anna-Franziska, mit so einem Online-Shop kann ich doch dann das verhindern, dass die Kunden woanders ihre Produkte kaufen. Weil wenn ich einen Online-Shop habe auf meiner Webseite, warum sollten dann die Kunden woanders kaufen? Das ist eine sehr gute Frage, Maria. So ist die Denkweise von vielen, oder? Tatsächlich, ja. Genau, also ja, das Problem ist, dass einfach das eine ist das Online-Shop und die Kunden, die im Online-Shop kaufen und das andere sind die Kunden, die natürlich dann nicht im Online-Shop kaufen, dem halt andere Dinge wichtig sind. Dazu aber später auf jeden Fall nochmal, wir werden es auch nochmal erklären, was sind Kunden, die in Online-Shops kaufen und was sind Kunden, die tatsächlich nicht in Online-Shops kaufen. Da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. Und wenn ein Online-Shop funktioniert oder nicht funktioniert, das liegt tatsächlich auch an der Kundenart, die ich anspreche. Aber dazu will ich auch noch mal mehr. Ne? Also, du hörst schon, musst auf jeden Fall dranbleiben. Ne? Hör dir die Podcast-Folge bis zum Ende an. Es bleibt spannend. Ja. Man muss also mal sagen, fangen wir erstmal vielleicht damit an, so jede Kosmetikerin, die erlebt zumindestens
das mehr oder weniger irgendwann in irgendeiner Beratung, die sie durchführt, dass sie dann auf solche Aussagen stößt, zum Beispiel wie so, ich hab schon was. Ja, du erklärst, ja, was hast du denn da, was nutzt du denn? Und ja, ich hab da was. Ich bin zufrieden, ich benutze Produkte aus der Apotheke, die haben wirklich Apothekenqualität, ist so ganz oft dieser Stichpunkt Apotheke. Ich lasse mich da beraten von der Apothekenfrau. Ja, die Produkte haben mir total geholfen oder es ist schon viel besser geworden und früher hatte ich das und das und das ist jetzt wirklich, schau mal, viel weniger geworden und ich brauche da einfach auch nichts, weil ich ja schon was habe. Oder auch diese typische Aussage, ich habe mir da halt was von meiner Freundin empfehlen lassen und die erkennt sich da ganz toll mit Kosmetik aus, ne? Ganz toll, ganz toll. Ja, vor allen Dingen, die Apothekenfrau hat ja Ahnung, weil du holst ja auch immer deine Medikamente vom Arzt dort. Natürlich hat die auch Ahnung von Kosmetikprodukten. Nasenspray, Aspirin und die Gesichtscreme, das ist natürlich... Das Gleiche. Ja. Ist alles für den Kopf, ne? Genau. Ja, so ist es, ne? Ja. Wer kennt das nicht? Ja, wer kennt das nicht? Ja, oder auch die sogenannten Kunden, die Basic-Kunden. Ja. Das sind die, die sich in die blaue Dose immer benutzen. Nivea, Wasser, Seife, das reicht schon aus. Bei Oma oder bei meiner Mutter hat das auch funktioniert. Die das auch benutzt und die sah ja wirklich top aus. Und das funktioniert, das reicht auch aus. Was 50 Jahre gut war, ist immer noch gut. Ist immer noch gut, ja. Internet, die Handy gibt es eine Weile... Ist alles irrelevant, hat sich nichts verändert. In der Digitalisierung schon, aber in deinem Gesicht nicht. Genau. Es gibt natürlich auch richtige Fans von Drogerie und Parfümerie, ne? Oh ja. Also ich gehe da, also der M. Rossmann, also das Drogerie-Parfümerie da um die Ecke, da gehe ich hin, da lasse ich mich beraten. Das ist so, da hole ich meine Zahnpasta, da hole ich mein Färbemittel für meine Haare, da hole ich hier irgendwie, keine Ahnung, mein Toilettenpapier. Und das muss natürlich auch, da hole ich auch meine Gesichtscreme, ist natürlich klar, ne? Also solche Aussagen bekommt man dann von Kunden oder auch die sogenannten Ablogger, die dann sagen, ja, ich brauche nichts, ich habe schon alles, ich will auch gar nichts, ich will da gar nichts haben. Ja, und da stößt man dann so ein bisschen an seine Grenzen mit dem Ganzen. Ja. Das ist natürlich einmal, dass man erst mal mit diesen Aussagen vielleicht gar nicht um mich gerechnet hat und dann so ein bisschen wie so ein Ochs vorm Berg steht und sich denkt so hoppala. Man sieht förmlich die Ratlosigkeit an. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, mir fehlen auch einfach die Argumente. Was soll ich darauf sagen? Also, wie reagiere ich darauf? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Das ist so ein bisschen Fragezeichen in deinem Blick. So ein bisschen, als wenn dem Brett vom Kopf genagelt. Was soll man machen? Dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, okay, ganz einfach, dann erkläre ich dir halt, warum es nicht gut ist, das so zu machen, wie du es gerade machst. Also man erklärt dann so ein bisschen den Kunden, warum es nichts bringt. Man redet die Produkte schlecht, ja, man berät ihn ausführlich und erklärt ihm jetzt den Hautaufbau und warum das jetzt und Parabene und Silikone und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und man hält da quasi einen 3-Stunden-Vortrag und bildet den Kunden fast zur Kosmetikerin aus, ja, während man das berät. Und dann gibt es eben die Fraktion, die steht da. Die sagt dann kaum noch etwas, die gibt so ein bisschen klein bei und sagt, okay, ja gut, okay, muss ja nicht. Die führen dann meistens auch die Behandlung einfach durch und ärgern sich halt nachher dann total darüber. Da haben wir ganz viele auch, die zu uns in die Beratung kommen, die sagen, ja, ich mache dann einfach die Behandlung und ich ärgere mich während der ganzen Behandlung und dann fällt mir nachher ein, was ich hätte sagen können und sagen sollen. Und dann ärgere ich mich dann darüber und ich ärgere mich auch darüber, warum die Kunden mein Konzept nicht verstehen und warum sie nicht verstehen, warum die Produkte so schlecht sind und warum nicht das besser wäre, auch ganzheitlich zu arbeiten. Und ich ärgere mich auch darüber, dass die Kunden irgendwie nur kommen und gar keine Produkte wollen, aber die sagen dann meistens so Dinge wie, ja, ich will mich nur entspannen oder ich möchte mich nur erholen, einfach einmal ausreinigen. Und die ärgern sich wirklich darüber. Die regen sich da richtig drüber auf und richtig tief, tief traurig, dass es irgendwie nicht so wirklich ankommt und dass man da auch irgendwie nicht so richtig vorankommt in seinem Unternehmen. Man verdient halt einfach wirtschaftlich, auch wenn man es von Unternehmerseite sieht, man verdient halt Geld mit seiner Arbeitszeit und mit seiner Dienstleistung, aber man kann den Wert seiner eigenen Zeit einfach auch nicht steigern durch den Produktverkauf. Also du verdienst wirklich, Zeit ist gleich Geld, du machst eine Dienstleistung, du arbeitest ab, dafür wirst du bezahlt, aber du kannst eben diese Zeit, diesen Wert deiner Zeit nicht aufbessern durch den Produktverkauf und
man hat auch so ein bisschen das Gefühl, es ist unbefriedigend, was man in dieser Zeit macht, weil man hat ja nicht wirklich diese Passion, dem Kunden jetzt helfen zu können, weil er die Produkte ja nicht verwendet. Das heißt, es ist immer nur, ich mache etwas, aber ihr wisst es ja selber, wenn die Kunden natürlich zu Hause mitpflegen, dann ist das Ergebnis einfach auch besser. Also so wirklich kann man da nichts bewegen. Und wenn der Kunde natürlich sich auch daran nicht hält oder auch die Produkte nicht verwendet, das macht auf Dauer einfach keinen Spaß, weil du einfach da auch keine echten Ergebnisse bekommst. Ne? Ja, also wenn man das vor allen Dingen wirklich aus einer anderen Perspektive nochmal betrachtet, ne, jede Kosmetikerin weiß, ne, die Behandlung ist toll, aber die Produkte natürlich auch. Ja. Die Kunden benutzen, die ist umso wichtiger. Ja, das macht, die macht ja das Ganze total, aus. Total. Ja? Total. Dass man, wenn sie sich wollen und sich weigern. Ist halt schwierig. Und vor allem, wenn du wüsstest, was ja dann mit deiner Behandlung, mit den Produkten alles möglich ist und was für ein tolles Ergebnis daraus kommen würde, wie die Haut danach aussehen würde. Und du siehst ja auch, dass die Produkte, die der Kunde verwendet, irgendwie nicht funktionieren. Du siehst die Pigmentstörungen und sagst, ja, ich bin total zufrieden. Denkst du so, naja, sorry, was ist da für ein Fleck in deinem Gesicht? Dann ist man natürlich schon so ein bisschen, ja, genervt, nervt, demotiviert, wenn einfach der Kunde halt da gar keinen Anhaltspunkt sieht und man natürlich auch weiß, okay, man darf das definitiv nicht behandeln. Ne? Ja. Das war so ein bisschen die Putzfrau der Haut. Ja, aber wenn man sich das auch vorstellt, ich meine, es ist ja teilweise, ne, auch fahrlässig als Kosmetikerin, jetzt stell dir das mal vor, du machst Microneedling und der Kunde sagt dann, nee, ich nehme dann irgendwie Produkte, die ich zu Hause habe und schmiert sich das dann auf die offene Haut drauf. Oh Gott, wie furchtbar. Also ist ja total fahrlässig auch für dich. Ne? Ja. Am Ende kommt es auch auf dich zurück, wo du weißt, ja, sorry, aber das war irgendwas aus der Drogerie oder irgendwie, ne, das ist, natürlich darf man das nicht draufschmieren, weil das halt einfach nicht gut ist, schlecht ist. Das ist nicht, als wenn ich jetzt Microneedling machen würde, dann gehe ich nach Hause und schmier mir halt die fette Nivea-Creme drauf. Boah. Ich glaube, da jede Kosmetikerin kriegt jetzt einen Tobsuchtanfall. Puls. Und ganz hohen. Ja, und ganz hohen. Man ist halt irgendwie so ein bisschen genervt, einfach von den Ausreden der Kunden. Und vor allem das Thema ist ja das, du wirst einfach auch nicht richtig ernst genommen. Du hast das Gefühl, du redest da gegen eine Wand, du musst da einen kleinen Ball geben, der Kunde vertraut irgendwie jedem anderen mehr, sich selber mehr, der Apothekenfrau, der Drogeriefachverkäuferin mehr, der Werbung mehr, den Marketingstrategien, den Produktversprechungen auf den Produkten mehr als dir. Und du hast da wirklich eine Ausbildung gemacht, du hast das gelernt, du hast da wirklich Zeit und Geld rein investiert. Und jetzt hockst du da und irgendwie, naja, bist du halt irgendwie, naja, nicht so wirklich, wirst du ernst genommen oder wirst halt als Experte gesehen. Man weiß halt auch gleichzeitig, dass sich einfach nichts ändern wird. Das ist halt frustrierend. Richtig, frustrierend. Und das Thema ist auch das, was ich absolut verstehen kann, dass viele natürlich dann auch solche Aussagen treffen und sagen, sorry, aber muss ich jetzt Druck auf den Kunden ausüben? Muss ich den jetzt überreden? Die wollen einfach auch keinen Druck ausüben. Sie wollen den Kunden nicht überreden. Sie wollen halt die Produkte nicht schlecht reden. Und sie möchten den Kunden halt auch nicht überreden, etwas zu kaufen. Das kann ich auch verstehen, weil Verkauf ist immer so eine böse Angelegenheit bei vielen den Gedanken. Und genau das, dass man da eben rumquatscht und den Kunden Druck ausübt und ihn überredet und ihm das da irgendwie schlecht redet, genau das Thema ist ja so unangenehm und das möchte man ja verhindern. Und genau da dreht man sich dann halt auch im Kreis, erstmal mit dem Kunden und der Kundenkommunikation, aber natürlich auch mit seinem eigenen Unternehmen, weil man ja eben das nicht möchte und nicht da jetzt irgendwie unangenehm Druck ausüben möchte. Ja, vor allen Dingen kennen ja auch viele nur diese Technik, ne, dass man extremen Druck ausüben muss beim Kunden, dass man was erreichen will. Das hören wir auch immer wieder in Beratungen, dass viele sagen, ja, aber ich will nicht irgendwie den Kunden dann vollquatschen eigentlich und so Druck ausüben, das ist mir unangenehm, das will ich halt nicht. Ja, vor allem meine Produkte halt schön reden, so wie ich es in den ganzen Verkaufsschulungen bei meiner Firma halt auch gelernt habe. Das ist halt immer so ein bisschen so man ist zwiegespalten einfach und man hat so zwei Komponenten. Einmal das, ich möchte ja verkaufen und ich möchte ja echte Ergebnisse und ich möchte auch mein Unternehmen wachsen und meine Zeit aufwerten. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt natürlich jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein schmieriger Verkäufer sein, der da halt irgendwie seine Produkte die ganze Zeit schön redet, so ein Marktschreier. Das möchte ich halt nicht. Und an dieser Stelle können wir sagen, wir können dich verstehen. Ja, absolut. Wir können dich absolut verstehen an dieser Stelle. Ja, das macht will keiner gerne. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal auf was zu sprechen, und zwar auf was wir auch am Anfang angesprochen haben. Das Thema ist das, es hat sich einiges verändert in der Branche, es hat sich auch einiges mit dieser Digitalisierung verändert. Und es gibt einfach diesen Trend hin zum Premium-Service. Und man muss ja sagen,
über 85% der Anbieter, der Kosmetikanbieter, bieten keinen Premium-Service. Und das macht sich zum Beispiel auch ganz extrem beim Produktverkauf bemerkbar. Die Institute, die einen schlechten Produktverkauf haben, sind keine Premium-Anbieter. Das sieht man da sofort. Das ist so diese ersten Indizien dafür. Und Premium-Anbieter, die natürlich sehr, sehr krass in diesen Premium-Service reingehen und auch Zeit rein investieren, die haben eben einen sehr, sehr, sehr hohen Geldanteil pro Zeit. Das heißt, die haben in sehr einer geringen Zeit sehr viel mehr Umsatz, aber eben ohne Druck. Also sie haben eine sehr hohe Kundenbindung auch. Und es gibt eben diese einen, die kaufen halt online, ja, diese einen Kundentypen, die kaufen halt viel online, die sind, denen ist es auch egal, die brauchen da keine persönliche Beratung, die kaufen auch nach Trend, nach Hypes, nach Influencer, nach Aussagen, nach Prestige, auch was in den Produkten drauf geht, die kaufen nach Angeboten. Und dann gibt es halt solche, die wollen halt eine Beratung, die wollen halt individuellen Ansprechpartner, die legen halt Wert auf diese persönliche Ebene und die möchten halt auch Geld dafür ausgeben, weil sie eine wirkliche Lösung wollen. Und das sind Menschen, das wirst du durch den Onlinehandel niemals kompensieren können. Es ist schier unmöglich, in diesem Online-Angebot diese Komponenten mit einzufließen. Egal wie sehr der Onlinehandel sich weiterentwickeln wird, auch mit Ansprechpartnern, Telefonberatung, das wird niemals so sein, dass sie das hinbekommen. Und das ist der sogenannte Premium-Service. Und wenn du das in deinem Studio schaffst zu integrieren und dir da Zeit für nimmst, um das aufzubauen, dann bist du unschlagbar und unbesiegbar, was dieses Thema angeht. Und vor allen Dingen wird es noch viel stärker durch die Digitalisierung hervorkommen, dass einfach viele oder mehr Kunden wirklich auch es möchten, Premium-Service dass Leute es einfach anbieten. Das ist, es wird einfach mehr sein, weil einfach dieser persönliche Aspekt bei der Digitalisierung oder bei einer WhatsApp oder irgendwie auf dem Handy und Social Media und was es nicht alles gibt, einfach verloren geht. Und es gibt einfach so viele, die möchten den persönlichen Kontakt, die möchten die Beratung, individuellen Service, die möchten einfach mit einem echten Menschen zu tun haben und nicht mit einem Computer oder mit irgendeinem Handysystem, App. Also wer sich die nächsten Jahre ganz bewusst für diesen Premium-Service entscheidet und sich dorthin weiterentwickelt, der wird am Markt bestehen bleiben und alle Diener, die sich versuchen dort anzupassen und versuchen da eben das so einigermaßen noch zu kompensieren oder vergessen auch, dass es in diese Richtung gehen würde oder blenden das aus Angst, was auch immer, die werden hinten runterfallen und werden in Zukunft wegfallen auch aus diesem, aus dem wirklichen ernsthaften Unternehmertum. Und das ist aber eine Splittung. Wenn du es so siehst, ist es so eine Teilung des Konsumverhaltens in deiner Zielgruppe und das wird in nächster Zeit auch noch extremer. Es wird eine richtige Spaltung auch geben in diesem Bereich und da muss man sich einfach ganz bewusst auch für eine Seite entscheiden. Und wie gesagt, wir empfehlen in dem Fall immer, sich für die Premium-Seite zu entscheiden, denn dort liegt die Zukunft tatsächlich, gerade im Offline-Bereich, aber eben auch das im Online-Bereich ganz stark für Dinge zu stehen, für Premium zu stehen und sich da auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Das ist unser ultimativer Tipp auch nochmal zum Schluss. Genau, und dazu brauchst du zum Beispiel auch keinen Online-Shop in deine Webseite zu integrieren. Nein, kannst du? Macht auch Sinn, ne? Also kann man auf jeden Fall machen. Ist ja auch gar keine schlechte Sache, aber man muss es rein theoretisch nicht. Ja, und wenn du jetzt denkst, okay, was erzählen die da gerade? Irgendwie macht das total Sinn, ne? Und du willst dich vielleicht auch von uns einfach mal kostenlos beraten lassen. Denkst vielleicht schon länger beim Premium-Service nach oder hast Interesse daran, Premium-Anbieter zu werden? Ja, dann solltest du natürlich erstmal dich über uns informieren. Geh einfach auf unsere Webseite www.stremelhoffmann.de. Kannst du dich mal umschauen, was wir so machen. Ja, was für Kundenbewertungen wir auch haben. Du kannst aber auch gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da kannst du dir auch ganz viele Videos angucken von Kunden, die darüber berichten, was dann zum Beispiel auch so ein Premium-Service bedeutet, was es auch in ihren Unternehmen verändert hat vor allen Dingen. Und ansonsten haben wir natürlich eine kostenlose Beratung, auf die man sich anmelden kann, wenn du in der Zukunft etwas ändern möchtest. Wenn du dir denkst, okay, ja, Premium macht Sinn, das will ich auf jeden Fall machen, das ist die Zukunft, das sehe ich genauso, dann kannst du dich da gerne anmelden, musst ein paar Daten ausfüllen, entweder sprichst du dann mit mir, Anna Franziska, oder mit einem unserer Experten aus unserem Team und dann hören wir uns in einer neuen Podcast-Folge. Genau, bis dann.